Können wir eine Stadt bauen, in der die Steuern auf das Maximum gesetzt sind? Unsere Stadt heißt BWL Studentenheim. Ich habe schon ein bisschen was gebaut, um die Steuern überhaupt freizuschalten. Here we go. Die Applegate-Residenz ist einfach das einzige glückliche Haus in der ganzen Stadt. Läuft bei euch. Aber was passiert denn jetzt, wenn alle angepisst sind? Es ziehen einfach alle aus, wodurch wir kein Geld mehr verdienen. Wir brauchen einfach eine Stadt, die so geil ist, dass es auch okay ist, 30% Steuern zu zahlen. Ich schaffe das schon, dass es euch so gut geht, dass ihr hier wohnen wollt. Wir bauen einen extra Bereich für Müllbeseitigung und ähnliches. Bei euch Schnuckiputzis darf's ja nicht stinken. Parks und Plätze erhöhen den Bodendichtwert, deswegen habe ich ein, zwei davon platziert. Ihr bekommt von mir jedes Einkaufszentrum und jedes Stadion, das ich nur finden kann. Was geht denn eigentlich in diesem Viertel ab? Ich meine, dem Rest scheint es ja ganz gut zu gehen, aber was geht bei euch? Das sieht jetzt vielleicht aus, als würden sich alle beschweren, aber wenn wir uns die Happiness angucken, dann ist die noch echt gut dabei. Die Steuern sind zwar extrem hoch, aber alles andere ist hier so geil, dass sie einfach trotzdem hier bleiben. Aber trotz der hohen Steuern verlieren wir einfach 60.000 pro Woche. Das lohnt sich absolut gar nicht.